Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Dungeons 2 mit Melo. Und erneut dringen hier gemeinerweise Helden in den Dungeon ein. Ich würde sagen, kümmern wir uns doch tatsächlich mal um die. Das mit dem Sold können wir danach dann immer noch erledigen. Ja, noch relativ kleine Pakete an Helden. Wieder fies hinten auf den Baden. Ah, das ist. Ich glaube, da haben sie nicht viel Chancen. Oder ich bin mir sogar ziemlich sicher. Achso, Goblins mal ein bisschen besser aus oder ein bisschen robuster machen ist auf alle Fälle. Nicht die schlechteste Idee. Meine kleinen Umpa-Lumpas könnten hier auf alle Fälle mal ein bisschen mehr Gold einnehmen. Okay, und auch die Dings da drüben, die müssten dann so langsam mal weg. Das Bierproblem bleibt bestehen. So. Ich würde sagen, jetzt gibt es kein Problem mehr. Da hat jemand vergessen, dass er Bier trinken wollte. Das ist natürlich ärgerlich. Für ihn. Vor allen Dingen. So, genau, das Bierding machen wir gerade. Die neuen Räume werden dann das nächste. Da brauchen wir auf alle Fälle erstmal mehr Werkzeugkisten. Und bisschen mehr Gold wäre auch nicht schlecht. Ist hier noch irgendwas zum draußen rumlaufen? Oder kommt man direkt gleich an die Stadt? Sieht so aus. Was? Ja. Okay. Dann kümmern wir uns mal. Die würde ich ungern gerade ärgern. Da reichen nämlich, denke mal, auch die Jungs hier. Mit den Mana-Geistern los. Okay, auf die kann man casten. Jetzt. Die jetzt auch. Dann sollte das ja jetzt dazu führen, dass wir uns vernünftig und ordentlich mit ihnen prügeln können. So, Werkzeugkisten. Gibt es jetzt hier schon ein paar coole neue Werkzeugkisten? Wo ist denn der dritte Goblin. Ist ja nicht rumgelungert. Und mal ein bisschen Mana ausgeben. Geht ja. Ach, das ist ja nie fertig, ja. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Nochmal Helden. Okay, da müssen wir natürlich intervenieren. Unabhängig jetzt von den ganzen anderen Geschichten. Fiese, böse Helden können wir uns im Dungeon nicht erlauben. Na okay, ich sehe schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon wieder überreagiere. Aber gut, so kriegt halt wenigstens auch jeder seinen Dings. Okay, und da wieder streiken. Aber jetzt streikst du nicht mehr, glaube ich. Da streikt der nächste.
Ihr sollt übrigens nicht streiken, ihr sollt ihn heilen. Was macht denn die Bierknappheit, wenn wir jetzt Bier brauen im Akkord, halt falsche... ist fertig, sollte jetzt eigentlich... Dann machen wir auf alle Fälle nur noch das zweite. Das muss ja jetzt irgendwann mal in ordentliche Bahnen kommen. Es kann ja nicht sein, dass wir hier... dass wir das nicht in den Griff kriegen. Ja, ordentlich geführter Dungeon und ständiges Bier alle. Ja, das mit dem Streiken können wir uns auf jeden Fall nicht erlauben. So leid es mir tut, da muss ich magisch intervenieren. Wenn ihr zu viel Durst habt. So. Hier würde ich jetzt mal eine Arena bauen. Ja, und... Achso, da brauchen wir jetzt erstmal wieder Werkzeugkisten. Dann sollten wir die jetzt auch bauen. Ich meine, Platz wäre für 24 Kisten tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr, wenn wir hier... Oh, was haben wir denn hier gefunden? Chance für kritischen Treffer plus 15%. Und das schadet ja auch auf so einem Ork nicht. Gerne kommt die nächste Heldendelegation, oder? Worauf muss ich mich jetzt einstellen? Da oben, ja, könnte schon sein. Weil wenn ich nämlich jetzt erstmal die Arena habe... Nee, Kiste wollte ich eigentlich nicht rausnehmen. Wenn ich erstmal die Arena habe, dann können wir nämlich auch mal langsam anfangen mit Upgraden. Und Upgraden heißt dann auch, dass wir vielleicht ein bisschen härter zuhauen können. Die Reihe hier jetzt noch... Oh, warte mal, die Reihe jetzt hier noch rausnehmen können. Könnten wir zumindest ein größeres Bierlager bauen. Und dann dazu den hier zumachen. Können wir sogar... Müssen wir nicht auf unsere standardmäßige Bebauung verzichten. Liegt mir ja dann doch immer sehr am Herzen. So, und hier oben können wir nochmal ein bisschen ausräumen. Feinde okay. Sind in den Dungeon eingedrungen. Wieder so eine kleine Delegation. Pff, weiß ich nicht. Okay, da ist jemand wütend. Da ist jemand nicht mehr wütend. Vielleicht? Ah, N6. Hallo. Was ist denn da los? Alle mal dahin. Irgendwie verlieren wir da gerade. Für die Horde. Ja, das ist natürlich jetzt der Nachteil, dass wir hier noch gar nicht so richtig... Muss ich hier tatsächlich mit Blitzen massiv intervenieren. Weil wir natürlich noch irgendwie gar nicht so richtig Leute aufgerüstet haben. Kohle haben wir ja einigermaßen. So. Nein, nicht Chaos Schmiede. Arena hier. 2000 Gold. Puh.
750 hinterher. Das reicht uns aber noch nicht. Da müssen wir noch größer machen. So, und Schnodderlings jetzt hier mal. So, auf die dritte Stufe kann ich die wahrscheinlich noch gar nicht heben, weil ich den Dungeon noch nicht hochkriege. Hm. Ja, alles blöd. Wo geht's hier noch hin? Da müssen wir auf alle Fälle noch reingucken. Irgendwo muss man ja auch noch an dieses Goldfeld kommen. Genauso wie die. Das muss alles noch geerntet werden. Okay, dann kommt von da drüben jetzt auch nochmal eine Delegation. Ja, es wird dann schon, glaube ich, ein bisschen härter. Wenn man nicht so langsam wirklich mal in die Orks vielleicht mal. Also zwei könnten wir ja wahrscheinlich schon mal zu Hauptmännern machen. Ja, immerhin schon mal was. Bei den Nagas könnten wir auch schon mal Zahltag. Denkbar ungünstig. Schnodderlinge, Geld zurückbringen, schneller. Ich weiß es noch nicht, ob da wirklich was ist, was sich lohnt zum Abbauen. Das Gute ist, dass die Schatzkammern, die Goldminen alle so doll verteilt sind und die deswegen hier über die ganze Karte laufen müssen. Es sind Feinde in eurem vermutlich Dungeon. Sogar gleich mal den ersten Dings hier in die Arme laufen. Haben wir doch noch einen verloren. Ja, es wird Zeit hier zu graden. Lopez, die energische hat es da zerlegt. Wenn ich mal da hinlegen. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen hatten. Nagas, das ist ja auch schon mal gut. Nichtsdestotrotz soll immer den Raum hier mal komplett. In einem geheimen Raum waren einige Kreaturen versteckt gewesen, die sich dem ultimativen Bösen angeschlossen haben. Den brauchst du ja eigentlich nicht abdingsen. Mehr Gold. So, jetzt haben wir natürlich einen Haufen Typis noch dazu bekommen. Und vor allen Dingen zusätzlich auch noch ein paar größere Felsenwerfer und zwei Hauptmänner haben wir jetzt da. Eine Medusa, eine Naga, okay. Felsenwerfer, Ich muss mal gucken, ob wir den dann umschulen. Okay, haben wir nicht genügend Gold. Vielleicht hier irgendwo doch nochmal eine zweite Brauerei anstreben. Weil wenigstens nochmal zwei Braukessel oder so stehen. Ich glaube, das reicht nicht so. Dass dann hier vielleicht auch noch Bier gebraut werden kann. So, jetzt brauchen wir erstmal wieder mehr Gold.
glaube, das Problem hier gerade ist, dass es einfach zu weit ist. Deswegen machen wir die mal dahin. Und dann buddeln die Schnodderlinge und müssen immer irgendwie zur anderen Seite laufen, um das Gold abzulegen. Und dann sind die Wege so lang und dann macht das alles blablabla, sozusagen. So, der Ring ist wieder frei. Das heißt, wir nehmen hier so eine... Nehmen wir mal ruhig Tel Rasha. Tel Rasha auf alle Fälle. Ja, und dann geht das hier, glaube ich, schon viel, viel schneller mit dem Abbauen. Sind in euren Dungeon eingedrungen. Auch zu weit. Guck mal, haben wir hier auch mal so ein kleines Neunerfeld. Das lohnt sich, glaube ich. So, jetzt haben wir nämlich auch die Kampfrausch-Orkse. Das heißt, potenziell können wir dann auch uns aus dem Dings befreien. Und der Bierdurst hält weiter an. Aber zumindest mit dem Gold ging das jetzt recht fix. Und dann noch eine Brauerei bauen. Boah, hier ist auch schon wieder noch Gold. Ist ja nicht so, dass ich gierig wäre, aber... Komma, aber... Es ist Zahltag. Ja, es ist Zahltag. Okay, Geld sollte aber genug da sein. So, mal hier Gold reinwerfen. Ich weiß nicht, wo er hin will. Nachher holt sich dann Gold lieber von hier oben. Irgendwo am anderen Ende. Okay. Irgendwas ist ja immer. So, mal einen zweiten Ring bauen. Und dazu mal noch... Ich glaube, eine so eine Reihe brauche ich schon noch. Hier mal noch so eine Bank zu bauen und mal noch so eine Bank. Mal noch so eine Bank. Dann sind wir so gut wie pleite. Aber hier haben wir ja noch Sachen in Aussicht. Mal die da auf alle Fälle mal wegzimmern. Genauso wie hier eindeutig noch was drin ist. Und auch hier scheint noch was vorhanden zu sein. Gut, die große Bierkrise ist noch nicht vorbei. Kommt die nächste Delegation. Dann haben wir es jetzt tatsächlich in der Folge nicht geschafft, an das Dings ranzukommen, an die Haupttore. Das machen wir aber definitiv in der nächsten Folge, sonst können wir ja unseren Dungeon nicht hochleveln. Folge ist dann rum. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.